Liebe Leute, die Kerze hier brennt. Für alle Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Sie brennt für alle Menschen, die jetzt Angst haben. Sie brennt für unsere älteren Mitmenschen, für unsere Kranken und für alle, die besonders gefährdet sind. Und ihr Licht brennt für alle, die sich in der Medizin und in der Pflege für unsere Kranken engagieren. Sie brennt für die Verantwortlichen in der Politik, die schwierige Entscheidungen müssen fällen. Sie brennt für alle Geschäftsleute, für alle Wirtschaftsleute, die einbüssen haben und ihre Geschäft müssen schliessen. Für alle Menschen, die die Gottesdienste in der Kirche vermissen. Für alle, die in diesen Tag besonders einsam sind. Für Kinder, die keine Schule haben und nicht mehr so mit den Kollegen zusammen sein können wie vorher und sich treffen können und sich langweilen. Für die Familien, die jetzt miteinander daheim sind und mehr Zeit verbringen. Für alle Menschen. Es ist ein Licht von der Hoffnung. Es ist ein Licht für uns, für die Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.